Okay, wir fangen heute mit einem Video an, was ich sehr oft vorgeschlagen bekommen habe. Und zwar das neue Video von Tomary. Ich hoffe, es geht euch allen gut, Leute. Tomary hat einen Fitnesstest der KSK in einer Woche bestanden. Kommando-Spezialkräfte. Selbstexperiment. Okay. Wie lange geht denn das normalerweise, das KSK-Training? Oh, er zeigt sogar seinen Körper. Jetzt wird es ein bisschen sexuell erregend. Okay, wir legen los. Mando-Spezialkräfte. Eine Top-Elite-Militär-Spezialeinheit, ausgebildet für so harte Sachen, dass dieses Video demonetarisiert wird, wenn ich nur daran denken würde, sie auszusprechen. Bestehend aus den härtesten und mutigsten des ganzen Landes, welche für die extremsten Einsätze bis an die Zähne mit Muskeln, Wissen und Taktik bewaffnet sind. Durch einen knallharten Fitnesstest wird jeder Anflug von Schwäche und Durchschnittlichkeit in den eigenen Reihen im Keim erstickt. Oder mit anderen Worten, genau der richtige Schuppen für jemanden wie mich. Was? Digga, du siehst doch schon aus, wie als wärst du bei der KSK. Ja, hier hat's doch auch geschafft. Ach, Sascha Huber hat das schon mal gemacht. Okay. Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, erst im Kontrast zu Sascha Huber fällt mir auf, wie ist das gefotoshoppt? Das ist doch gefotoshoppt, oder? Ja, natürlich. Seine Arme sind natürlich gefotoshoppt, Leute. Ja, ja, klar. Ich dachte gerade schon, hä? Mir fällt sowas echt nicht so gut auf, ne? Weil ich achte persönlich gar nicht so auf so Sachen. Aber erst im Vergleich zu Sascha Huber ist mir das aufgefallen, ja, ja. Ich dachte gerade schon, hä? Das ist doch nicht Tomarys Körper. Ich war gerade richtig verwirrt. Oh mein Gott. Aber ey, selbst wenn er ohne Klamotten so, ich sag mal, dürr aussehen würde, wäre es ja auch kein Problem, solange er sich wohlfühlt. So, und mir persönlich ist nicht mal im ersten Moment aufgefallen, dass es gefotoshoppt ist. Mir ist im ersten Moment wirklich nicht aufgefallen, dass es gefotoshoppt ist. Einfach, weil ich persönlich auf so körperliche Merkmale no fucks gebe. Erst im Vergleich zu Sascha Huber habe ich gedacht, boah, okay, das ist aber schon echt ein Riesenunterschied, ne? Also so vom Körper her. Ich werde den Test zuerst komplett ohne Training versuchen. Schauen, wie ich abschneide, dann eine Woche hart trainieren und mich am Ende den Test erneut stellen, um herauszufinden, wie sehr ich mich verbessere und ob ich den Test bestehe. Und so sieht der Fitnesstest aus. Bei Klimmzügen muss man mindestens 5 erreichen. Beim 4x9 Meter Pendellauf gibt es eine Punkteskala. Unter 10,3 Sekunden gibt es den ersten Punkt und man hat bestanden. 6 Punkte gibt es ab 8,5 Sekunden. Weiter geht's mit mindestens 21 Sit-Ups in 40 Sekunden. Beim Standweitsprung muss man die 195 cm schlagen und bei Liegestützen müssen in 40 Sekunden mindestens 13 drin sein. Innerhalb von 12 Minuten muss man mindestens 1750 Meter beim Dauerlauf absolvieren. Den 7 Kilometer Marsch inklusive 20 Kilogramm Gepäck unter 52 Minuten und fürs 500 Meter Schwimmen darf man maximal 15 Minuten brauchen. Ich sag mal so, es hört sich jetzt im ersten Moment, hört sich das gar nicht so ultra, ultra, ultra krass an für so eine Spezialeinheit. Wisst ihr, was ich meine? Also 500 Meter in 15 Minuten schwimmen, also das hört sich, finde ich, gar nicht so krass an, aber vielleicht bin ich auch total Dings. 12 Minuten Dauerlauf, finde ich auch nicht. Wie viele Liegestütze schafft man in 40 Sekunden? Okay, wenn man 27 Liegestütze schafft, schon gut. Okay, hört sich jetzt auch nicht, also das hört sich alles auf jeden Fall gut machbar an, muss ich sagen. Und 5 Klimmzüge, oder ist es einfach nur die Punktzahl? 5 oder mehr, 4 oder weniger? Okay, man muss 5 Klimmzüge schaffen. Also ich finde, also das hört sich für jemanden, der trainiert ist, persönlich gar nicht so ultra krass an, ehrlich gesagt. Und bei Liegestützen müssen in 40 Sekunden mindestens 13 drin sein. Innerhalb von 12 Minuten muss man mindestens 1750 Meter beim Dauerlauf absolvieren. Also ich finde, am schwersten für mich persönlich sind Liegestütze in 40 Sekunden, weil ich nicht wirklich trainierte Arme habe. Liegestütze und Klimmzüge, das würde ich jetzt nicht hinkriegen. Also ich würde in 40 Sekunden Liegestütze eventuell noch, aber Klimmzüge würde ich nicht hinkriegen, 5 Stück in 40 Sekunden, also schaffe ich einfach nicht. Aber es liegt einfach daran, dass meine Arme nicht gut trainiert sind. Das mit den 500 Meter Schwimmen würde ich mir zutrauen, 7 Kilometer Marsch würde ich mir zutrauen, 12 Minuten Dauerlauf, das mache ich sogar regelmäßig. Was ist natürlich unter Lauf? Ja gut, 1750 Meter, das sollte auf jeden Fall drin sein. Ja, aber alles, was so Kraftding angeht, da wäre ich raus. Da müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen was für tun. Den 7 Kilometer Marsch inklusive 20 Kilogramm Gepäck unter 52 Minuten und fürs 500 Meter Schwimmen darf man maximal 15 Minuten brauchen. Wir beginnen mit der ersten, unvorbereiteten Durchführung des Eignungstests. Erste Disziplin, gerade Klimmzüge. Erwartung 5. 5 Klimmzüge sollten kein Problem sein. Alter. 5. Oh. Bestanden. Bestanden. Zweite Disziplin. Ja. Pendellauf, 4x9 Meter. Erwartung unter 10,3 Sekunden. Erreicht 9,81 Sekunden. Bestanden, aber nur mit 2 von 6 Punkten. 6 Punkte gebe es unter 8,6 Sekunden. Dritte Disziplin, Sit-Ups in 40 Sekunden. Erwartung mindestens 21. Erreicht 17. Durchgefallen. Vierte. Oh,
Sit-ups durchgefallen, hätte ich gedacht. Sit-ups finde ich auch etwas, was. Also, Sit-ups finde ich auch eigentlich relativ einfach, ehrlich gesagt. 21. Erreicht 17. Durchgefallen. Krass. Vierte Disziplin. Standweitsprung. Erwartung mindestens 1,95 Meter. Erreicht 2,16 Meter. Bestanden. 2 von 6 Punkten. Fünfte Disziplin. Liegestütze würde ich durchfallen und Klimmzüge auf jeden Fall. Also, das würde ich auf untrainiert würde ich das nicht hinkriegen. Ich bin so low, was ja Gewicht heben und mein eigenes Körpergewicht irgendwo hochziehen oder drücken angeht, habe ich im Fitnessstudio gemerkt. Aber so Cardio-Sachen fühle ich mich relativ fit mit. Also 12 Minuten Dauerlauf würde ich mir auf jeden Fall untrainiert zutrauen. 7 Kilometer Marsch würde ich mir zutrauen und das 500 Meter Schwimmen würde ich mir auf jeden Fall hundertprozentig zutrauen. Wie gesagt, Liegestütze nicht. Standweitsprung habe ich nicht ausprobiert, habe ich kein Gefühl für, aber ich denke, dass ich 2 Meter schon springen könnte. Also ich würde auch in diesem anfangs grünen Bereich noch, denke ich, hinkommen. Dadurch, dass ich relativ groß bin, würde ich das, denke ich, mal schaffen, weil es ist für mich einfach ein Hopsi. Sit-ups würde ich mir relativ zutrauen. Bauchmuskulatur fühle ich mich eigentlich relativ fit drin. Pendellauf, okay, da weiß ich nicht, wie schnell ich das hinkriegen würde. Vielleicht. Aber Klimmzüge, ich würde alles mir außer Klimmzüge und Liegestütze zutrauen. Vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu. Liegestütze mit Klatschen in 40 Sekunden. Erwartet mindestens 13. 7 Kilometer mit 20 Kilogramm Gepäck ist was anderes. Ja, die Sache ist, guck mal, ich habe das schon mal untrainiert gemacht. Wir hatten ungefähr 10 Kilogramm Gewicht dabei und sind 1400 Kilometer durch Deutschland mit dem Longboard gefahren und mussten oft 20 Kilometer zu Fuß laufen, gerade in Ostdeutschland, wo oft nur Feldwege oder Waldwege möglich waren. Und da sind wir oft mit 10 Kilogramm Gepäck oder vielleicht sogar mehr, 10, 11, je nachdem, wie viel Wasser wir noch dabei hatten, Gepäck, 15 Kilometer marschiert, also bei der Longboard-Tour. Das haben wir alles untrainiert gemacht. Also da würde ich schon sagen, das sehe ich nicht als Problem an, auch mit viel Gepäck. Sehe ich nicht als großes Problem an. Das ist nur der Einstellungstest, um für das Auswahlverfahren zugelassen zu werden. Ah, okay, das ist nur der Einstellungstest. Okay, deswegen ist der auch noch relativ human. Weil ich habe nämlich schon gedacht, das hört sich alles jetzt für jemanden, der etwas trainierter ist, gar nicht so krass an. Aber wenn das nur der Einstellungstest ist, okay, da wird erstmal ausgesortiert, okay, der kann gar nichts. Ne? Erreicht 16. Bestanden. 2 von 6 Punkten. Sechste Disziplin. 12 Minuten Dauerlauf. Erwartet mindestens 1750 Meter. Ja, Kuss. Und Tom, vielen Dank. Und erreicht John. 1700 Meter. Durchgefallen. Oha. Der hätte ja noch 50 Meter mehr machen müssen. Aber ganz knapp durchgefallen. Ganz knapp durchgefallen. Krass. Okay, beim Dauerlauf hätte ich nicht gedacht, dass er durchfällt. Erreicht 1700 Meter. Durchgefallen. Vielleicht unterschätze ich das auch mit der Zeit. Vielleicht unterschätze ich die Zeit auch bei den Laufdingern. Das ist unerwartet. Siebte Disziplin. Ein 7-Kilometer-Marsch mit 20 Kilogramm Zusatzgewicht in unter 52 Minuten. Ich krieg hier sowas von Blasen an den Füßen, ey. Es hilft echt alles nichts. Ah. Erreicht wurden 58 Minuten. Durchgefallen. Achte Disziplin. 500 Meter Schwimmen in 15 Minuten. Abgebrochen. Aufgrund von Unterkühlungsgefahr müssen wir das für unseren Test leider ausschließen. Er geht einfach in dieses Wasser, was minus 2 Grad hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ey, mir tut alles weh, ne? Gestern war ich nach dem ersten Fitnesstest schon... Oh, aua, aua, aua. Oh. Das ist das Allerschlimmste, wenn du noch Blasen an den Füßen hast, weil... Jetzt wird alles andere danach, wenn er das weiter trainieren will, wird es immer schlimmer, weil er schon die Blasen hat. K.O. genug, deswegen geht es erst heute weiter mit dem ersten Trainingstag. Ich weiß, dass ich innerhalb von einer Woche keine Muskelberge anhäufen kann, aber um den bestmöglichen Trainingseffekt zu erzielen, werde ich nach einem sehr einfachen Zweiersplit trainieren. Das heißt, ich trainiere täglich und wechsle zwischen 2 Trainingsblöcken ab, wenn man so will. Damit die Muskeln wenigstens einigermaßen Zeit haben, sich zu regenerieren, besteht Block 1 aus Rücken- und Beinmuskulatur und Block 2 aus Brust, Bauch und Ausdauer. Ich trainiere die Muskelgruppen, die ich für den KSK-Fitness-Test brauche, in leicht abgewandelter Form, damit ich erst am Ende des Experimentes sehe, wie mein Fortschritt in den eigentlichen Disziplinen wirklich ist. Heute ist Dienstag, also trainiere ich für die Klimmzüge und aber auch für die Kraft in den Beinen, die ich für den Pendellauf, für den 7-Kilometer-Marsch und aber auch für den Weitsprung brauche. Das mache ich mit Block 1 und der besteht aus 4 Sätze Lattzug und zwar jeweils 8 Wiederholungen, explosive Sprungkraftübungen und Kniebeugen.
Mir tut jetzt schon alles weh. Jede Woche versuche ich, ein cooles Experiment zu machen, indem ich etwas Neues lerne, da ich es liebe, mir selbst Sachen beizubringen. Bei Skillshare findet ihr tausende Klassen zu allen Interessen, wie zum Beispiel... Gutes Placement, passt perfekt auf seinen Kanal. Am Mittwoch wird für die Ausdauer bei allen Laufdisziplinen trainiert, indem ich im Gelände joggen gehe. Anschließend Brustmaschine und normale Liegestütze, welche mich auf die Liegestützen mit Klatschen vorbereiten sollen. Normale Liegestützen schaffe ich tatsächlich viel mehr als diese mit Klatschen. Ich meine, die sehen zwar viel lustiger aus, aber die sind auch echt viel anstrengender. Am Donnerstag wiederholt sich der ganze Spaß mit Block 1, bestehend aus Latzug, Sprungkraft und Kniebeugen. Nur, dass es diesmal tausendmal schmerzhafter ist, da ich in jedem einzelnen Muskel meines Körpers Muskelkater habe. Ah. Oh mein Gott, was ist das denn? Aber in einer Woche, kann man überhaupt in einer Woche diese Fortschritte machen durch dieses Training? Weil eigentlich dauert es doch schon mindestens eine Woche, bis die Muskeln erstmal wieder regeneriert sind, aufgebaut sind oder so. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Also für so einen Fortschritt ist ein sehr kurzer Zeitraum. Ich bin gespannt, was am Ende das Ergebnis ist. Oh, ich muss echt ein bisschen langsamer machen, sonst kriege ich am finalen Test gar nichts mehr hin, weil mir einfach alles viel zu sehr wehtut. Und dann bin ich einfach am Ende noch schlechter als am Anfang. Um möglichst viel zu trainieren, aber bis zum finalen Test trotzdem genug Pause zu haben, trainiere ich 2 Tage vorher schon 7 Uhr morgens. Der ganze Samstag ist ein Ruhetag, den ich sichtlich genieße. Und Sonntag 16 Uhr ist es soweit. 54 Stunden nach meiner letzten Trainingseinheit steht der finale KSK-Test endlich an. So, ich habe nochmal mega gut gegessen, damit ich jetzt auch richtig Energie habe. Aber ehrlich gesagt habe ich trotzdem noch überall Muskelkater. Naja, hilft nichts. Erste Disziplin, Klimmzüge. Er wartet mindestens 5. Er erreicht 8. Bestanden, verbessert um 3, also 37% mehr als vorher. Zweite Disziplin, Pendellauf. Er wartet unter 10,3 Sekunden. Stopp! Jawohl! Er erreicht 8,68. Aber ein bisschen gecheatet, muss man sagen, ne? Wenn das hier die Markierung da hinten ist und er ist bis hier gelaufen, dreht hier schon wieder um. Also mein lieber Scholli, da hast du aber ein paar Sekunden gut gemacht mit Cheaterei. Spaß. Stopp! Jawohl! Erreicht 8,68. 5 Punkte. Bestanden. Verbessert um 1,16 Sekunden. Also 12% schneller als vorher. Dritte Disziplin. Sit-ups in 40 Sekunden. Erwartet mindestens 21. Erreicht 27. Bestanden. Verbessert um 10, also 59%. Ach, der Stock war die Markierung. Ah, das war die Kamera. Okay, dann nehme ich alles zurück. Er hat nicht gecheatet, er ist ein Ehrenmann. Mehr. Vierte Disziplin. Standweitsprung. Erwartet mindestens 195 cm. Erreicht... Der war knapp. 223 cm. Bestanden. Verbessert. Er hat sich wirklich in jedem Punkt bis jetzt verbessert, aber liegt es daran, dass er die Abläufe schon einmal gemacht hat oder liegt es wirklich an seinem Training? Boah, schwierig. Um 7 cm. Also 3% weiter als zuvor. Das ist doch was. Fünfte Disziplin. Liegestütze in 40 Sekunden. Erwartet 13. Erreicht. Wie viel war das? 18. Bestanden. Verbessert um 2. Also stark, stark, stark. 13% mehr. Okay, jetzt die Disziplin, bei der ich das letzte Mal knapp verloren habe. Nur um 50 Meter. Deswegen bin ich jetzt siegesicher, dass ich das jetzt schaffe, auch wenn mir alles wehtut. Auf geht's. Start. Disziplin 6. 12 Minuten Dauerlauf. Erwartet mindestens 1750 Meter. Stopp. Stopp. Oh. Oh, ich brauche jetzt eine Pause. Erreicht 2,19 Kilometer, das ist ein ordentliches Stück. Verbessert um auch stark 490 Meter, also 29% weiter. Aber ich habe auch mega Gas gegeben, aber ich denke, das, was jetzt gleich kommt, wird deswegen umso schwieriger. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen erholt. Mir geht es hier nämlich schon besser. Meine Füße tun mega weh. Und jetzt wird marschiert mit dem schweren Rucksack. Wie beim letzten Mal auch, werde ich am Anfang ein bisschen mehr Gas geben. Und mich dann erholen. Disziplin 7. 7 Kilometer Marsch. Erwartet in unter 52 Minuten. Erreicht 51 Minuten und 46 Sekunden. Oh, ist das knapp gewesen. Krank. Krass. Boah, war das knapp. Aber ich habe auch ehrlich gesagt genauso viel Power gegeben, dass ich es gerade so geschafft habe, weil mir einfach alles wehtut.
verbessert um 6 Minuten und 17 Sekunden. Also 12% schneller. Ey, ich hab's geschafft, ey, krass. Ich hab's nach einer Woche geschafft, gerade bei den Ausdauersachen, wie zum Beispiel Joggen und diesem 7-Kilometer-Marsch, war es einfach übertrieben heftig. Gerade da habe ich nach den ersten ein, zwei Mal Joggen schon richtig gemerkt, wie ich einfach nicht mehr so viel Seitenstechen kriege und einfach ein bisschen mehr Luft habe und ich einfach länger, schneller laufen kann und nicht immer direkt in dieses ganz langsame Joggen zurückfallen muss, weil ich sonst einfach sterbe. Aber auch bei diesen Muskelsachen habe ich mich überall zumindest mal ein Stück weit verbessert. Ich denke aber auch, dass wenn ich jetzt so bleiben würde, wie ich aktuell bin, wo ich gerade so den Test bestehe, dass ich nicht wirklich lang beim KSK bleiben würde. Ich bin jetzt in der Woche natürlich nicht mega krass muskulös geworden, aber meine Muskeln, die sind auf jeden Fall viel einsatzbereiter einfach. Die sind viel mehr auf Abruf bereit, dadurch, dass ich jetzt einfach mehr Sport gemacht habe, die sind einfach mehr da, wenn ich sie brauche. Auch wenn ich den Test bestanden habe, zum Beispiel mit 27 Sit-Ups in 40 Sekunden. Für die volle Punktzahl bräuchte man 40. Und ey, keine Ahnung, wer das schafft. Also das ist ja einfach ein Sit-Up pro Sekunde und ich habe wirklich schon so Gas gegeben, wie es nur ging. Und selbst wenn ich noch mehr Kraft gehabt hätte, ich hätte es einfach gar nicht so schnell geschafft. Aber Sascha Huber hat es zum Beispiel geschafft. Von dem habe ich auch die Idee zu diesem Video. Checkt gerne mal ab, wie er den Test komplett rasiert. Ich mache sowieso ja schon jede Woche eines dieser Experimente, aber ab sofort wird öfter mal ein Video kommen über das, was ich innerhalb von 30 Tagen oder auch mal 90 Tagen schaffe. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet... Stark. War auf jeden Fall interessant. Ich finde es krass, dass er es wirklich in einer Woche geschafft hat, seine Leistung zu verbessern. Also, ich hätte gedacht, man braucht dafür länger. Also... Ja, es ist ein guter Motivator für euch alle vielleicht. In einer Woche kann man schon einiges erreichen. Nice Video. Wenn ihr mehr Selbstexperimente sehen möchtet, dann schaut bei Tomary vorbei. Das ganz liebe Grüße da und gönnt euch sein neues Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.